Was wäre denn die Unificatio Mystica? Nicht nur der Mystiker würde zutreffen, sondern sie würden in ihrer Umarmung mit dem unendlich gefundenen, spezifischen, adäquaten Objekt tatsächlich auf aristophanesche Weise verschmelzen zu einem Gesamtwesen, und dieses würde sie nie wieder verlassen, sondern immer unteilbar mit ihnen zusammen die Vollendigung darstellen und sie zusammen mit dem anderen Hälften, mit der besseren anderen Hälfte, das Projekt der Untersuchung, wie die Zauberformel der Unsterblichkeit lautet, somit abschließen können und nicht feststellen zu müssen, dass bereits im Akt der Umarmung diese Trance einsetzt, in der ihre bessere gefundene Hälfte schon wieder afanisiert verschwindet in eine Abwesenheit, in eine verzückte Eleviertheit, um bei dem Abgöttlichen anzulangen, dem anderen, dem Großviech, und sie somit schon in dem Prozess des Wiederfindungsversuchs der Dyade erneut die Begehrensordnung des Dritten, des Schneidenden, des Zerstörenden, des Alienierenden, des Verandernden und dann wieder neu synthetisierenden aus ihren Restbruchstücken avisierte. Was wäre denn, wenn die Mystica tatsächlich die Unificatio Mystica wiederfinden in jenem Konvergenzpunkt des Tableaus, in dem dasjenige, was als Weltvorstellung erzeugt wird, zusammenfällt mit dem Kulminationspunkt dessen, das sich selbst erblickt in diesem Moment des Erblicktwerdens, und dieser ganze Vorgang des Beobachtens, der Beobachtung und vice versa noch einmal darauf spiegelreflektierend den Repräsentationsakt erneut von der Seite argwöhnisch zu beglotzen. Wenn also ihr Spiegellabyrinth mit den drei zerborstenen, rechtwinklig sich durchschneidenden Spiegelebenen plötzlich sich zurückbögen und in die erste ursprüngliche dyadische oder monäre zurückkehrte, indem es nur noch das zweite gibt oder eben das mystifizierte eine, in dem dieses beide zweite in eines verschmolzen wäre, so wie das nur einmal in der Natur im aristophaneschen Sinne stattfindet, nämlich in der Zygote, damit das zurückkehrt auf die Stammzellenebene und gut durchgemischt werde im Hexenkessel der Macbethschen Hexen, in denen man dem Dritten ausgesetzt wird. When shall we three meet again? Nicht when shall I you find again? When shall you become one with me? No, just when the hurly-burly is done, when the battle's lost and run. Also was wäre, man würde diesen Vermischungs-, Austestungs-, Hochrüstungs-, Erprobungs-, Schmetterlingszustand überspringen können und gleich ins unäre Raupendasein des wahren Lebens zurückkehren, indem man sich nicht nur umarmte, um dann wieder getrennt zu werden, sondern tatsächlich der wahren Kopulation, der Kopulation esse, der Kopulation der Seinswerdung mit sich selber
zu obliegen. Wir müssen all das gar nicht beantworten, denn in der Fragestellung des Was wäre ich, denn ist das Fortgedachte ja bereits in der Fragestellung beinhaltet, in seinen Konsequenzen.